Erstens, bei was gibst du die Sachen weiter? Gibst du teilweise auch nicht weiter deine Daten? Ja, also ich habe zum Beispiel eine App, irgendeinen random Namen reingetan. Weil ich nicht will, dass meine Daten und die Daten könnte weiterverkaufen oder so. Schon nur Bilder, die du beispielsweise aufladest, die eigentlich mega viel aussagen. Was hast du dort so für eine Leitlinie? Klar, eben, meine Social Media Videos nur zum Teil in meiner Wohnung produzieren. Und ich nehme an, es gibt so Geogesser-Profis, die genau herausfinden würden, wo das ist. Also so personalisierte Werbungen genau. Und so. Oder die suchen vom PC irgendein Kleidungsstück zum Beispiel. Dann habe ich den ganzen PC voll Kleidungsstück von x Firmen. Wie gehst du mit persönlichen Daten um? Gar nicht. Ich glaube, du könntest mich mit einer Google-Suche von meinem Nachnamen, du meine ganze Familienstammbaum. Oder wo ziehst du weit die Grenzen von okay, das nenne ich noch und das jetzt nicht mehr? Also meine Telefonnummer kennen nur die, was mir wirklich etwas bedeutend, mit denen, die ich einen Umgang habe und die ich persönlich die Telefonnummer gegeben habe. Das Thema, was mit unseren Daten passiert, wenn wir eigentlich irgendwann mal nicht mehr sind, also wenn wir sterben, wer verwaltet das alles? Machst du dir so Gedanken auch? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es noch schön, also, dass die Daten irgendwo da werden sein. Mein Instagram auch noch 50 Jahre nach meinem Tod könntest du theoretisch checken. Das wäre eigentlich noch lustig.